Was bedeutet das Grundgesetz? Im Gegensatz zu dem, wie viele glauben, entstehen Marken ja nicht dadurch, dass man ihnen ein schönes Logo verpasst und eine schöne Werbung dazu macht. Weil das ist nur die Verpackung, das ist die Kennzeichnung. Eine Marke muss man an irgendwas erkennen und das ist in der Regel das Zeichen und auch der Name. Allerdings wird ein Großteil der Diskussionszeit genau auf diese beiden Themen verwendet und man denkt, damit hat man dann eine Marke. Die Wahrheit liegt ganz anders. Eine Marke entsteht dann, wenn diese Zeichen eine Bedeutung haben für die Menschen. Und die Bedeutung ist das, wofür die Menschen dann am Ende auch bereit sind, ihr Geld und auch ihre Loyalität zu geben. Frage: Wie entsteht Bedeutung? Antwort ist unser Grundgesetz Nummer 4. Es ist nämlich die Spitzenleistung. Aus den Spitzenleistungen entsteht Bedeutung. Dann, wenn Marken etwas besonders gut machen. Kannst du das Grundgesetz anhand eines Beispiels erklären? Es gibt sehr, sehr viele Beispiele. Man muss sich nur erfolgreiche Marken, und da rede ich von dauerhaft erfolgreichen Marken, anschauen, die also 10 Jahre und mehr in der Gunst der Menschen sind und sich eben die Frage stellen, wodurch bekommen sie ihre Bedeutung? Und wenn man sich dann auf die Suche macht, dann wird man relativ schnell fündig, was herausragend ist. Oft liegt der Grund schon in der Erfindung. Ja, der Grund, weshalb eine Marke zu einer Marke geworden ist. Ein Beispiel hier aus der Region ist beispielsweise Adidas. Und da gibt es ja die berühmte Geschichte, wie eben der Gründer Adidasler, ein Schuster nebenbei, seine Fußballschuhe nicht nur verstärkt hat. Daraus sind später die 3 Streifen, das Markenzeichen, entstanden. Das war auch eine Spitzenleistung. Sondern wie er eben auch mit Stollen experimentiert hat, die dann eben an der Weltmeisterschaft 1954 Deutschland zum Weltmeister machten. Das ist logischerweise, Weltmeisterschaft ist eine Spitzenleistung, das ist zum Beispiel der Gründungsgrund für Adidas und auch bis heute die DNA, die diese Marke lebt. Gilt das Grundgesetz auch nach 20 Jahren noch? Man muss nur mal 500 Jahre zurückschauen und dann kann man sich die Frage aus der Vergangenheit heraus beantworten. Hier in Nürnberg gibt es einen berühmten Künstler, der ebenfalls über eine Spitzenleistung zu einer Marke geworden ist. Zum einen hat er nicht nur hervorragend Kunst machen können, viele Dinge das erste Mal in der Kunstgeschichte durchgeführt. Vor allen Dingen hat er entdeckt, dass er seine Kunst auch gut verkaufen kann und hat die damaligen Reproduktionstechniken, Holzschnitt, Radierungen genutzt, um zu publizieren und hat seine Kunst in der damalig bekannten Welt verkauft und wurde schon zu Lebzeiten, was auch nicht jedem Künstler beschieden ist, zu einem sehr berühmten Mann. Und der Mann, von dem ich rede, ist Albrecht Dürer, der bis heute auch Menschen was sagt, die jetzt nicht besonders kunstaffin sind. Und diese Marke hat er sich übrigens auch als Markenzeichen schützen lassen, ist eben aus diesen Spitzenleistungskombinationen entstanden, nämlich einerseits hervorragender Künstler, andererseits hat er sich neue Territorien bewegt und Dinge gemalt, wie zum Beispiel ein Hasen oder ein Grasstück, was damals völlig ungewöhnlich war. Dort hat man gekrönte Häupter und Bischöfe gemalt, aber keine Hasen. Und das eben auf naturalistische Weise, als einer nie bisher gekannten Präzision, und hat auch noch verstanden, diese Werke zu vervielfältigen und erfolgreich in alle Welt zu verkaufen. Also jede Menge Spitzenleistungen, die dann Albrecht Dürer zu dem gemacht haben, was er heute noch ist. Also insofern kann man sagen, wenn es vor 500 Jahren schon funktioniert hat, wird es in 500 Jahren trotz KI und allem anderen auch wieder funktionieren. Und deshalb kann man sich, glaube ich, darauf verlassen.